Das Wetter ist schön, die Sonne scheint und der Morning ruft zum Walking. Allerdings muss ich vorher noch ein bisschen was anderes erledigen. Also, hier gibt es Kalium und Magnesium und noch mehr Kalium und OPC. Verbessert so ganz viele Eigenschaften. Vitamin C-Aufnahme und ach, weiß ich auch nicht, gibt Bücher darüber, kann man durchlesen. Also zwei Stück gönne ich mir mal. 121 Schritte hat er heute schon gezählt. Versorgung für unterwegs, ein Kaugummi, ohne Öl, ohne Plastik, mit anderen Sachen drin. Kommt dann gleich hinterher. Und dann geht's los. Mit am Start ist Brilli, Taschentücher, Arane-Spray, Migräne-Nottablette, falls mich die Migräne packt. Welche Schuhe nehme ich heute? Diese. Es geht los. Also alles dabei. Habe ich auch den Schlüssel nicht vergessen. Schlüssel habe ich in die Hose gesteckt. Das ist alles mit dabei. Oh, ein bisschen kühl heute, ne? So. Also, so sieht das aus, was wir hier gebastelt haben. Nicht schlecht, finde ich. Also, man kann so direkt durchfahren. Das müssen wir heute noch machen. Hier diese Kante. Weil man mit dem Auto ganz schnell mal hier wahrscheinlich dagegen das Ding gegenfahren kann hier. Und weil ich keinen Bock habe, das wegzunehmen, müssen wir mit dem Auto ein bisschen weiter rüber hier. Also muss ich da noch irgendwas basteln. Aber jetzt geht's erstmal durch die Sonne. Und schon auf dem Acker. Und hier wächst auch schon was. Das hat ja nun mal ein bisschen geregnet, aber davor, wochenlang, war der Acker hier knochentrocken, ne? Und trotzdem sind diese Pflanzen hier rausgekommen. Also, Marie meinte, das ist Mais. Was sagt ihr dazu? Was ist das? Mais ist ja auch ziemlich robust, wahrscheinlich genau an diesen Acker angepasst. Weiter geht's. Wir wollen ja noch 10.000 Schritte schaffen. Wie viel habe ich denn schon? 369. Marie ist heute übrigens nicht dabei. Normalerweise gehen wir ja immer zusammen, damit wir uns während unseres Morning Walkings die neuesten Neuigkeiten erzählen. Oder so ähnlich. Die ist jetzt ein bisschen einkaufen für unseren Umbau da zu Hause, was ich eben gezeigt hatte. Also die holt da Steine, irgendwelche Blümchen. Die möchte das alles ein bisschen hübsch machen. So, und ich gehe hier weiter der Sonne entgegen. 2289 Schritte. Und das ist gleich 8:30. Wo habe ich denn so die ganze Zeit rumgetrödelt, ey? Eine halbe Stunde fast verbraucht, um bis hierher zu kommen. Das kann man ja bei Marie denn so in so mancher Story sehen. Sie filmt dann hier immer das Feld und hinterlegt das ein bisschen mit Musik. Und mir ist gerade eben aufgefallen, dass Carola Ernst, nicht? Schönen Gruß an dich, Carola. Die hat mir bei Instagram geschrieben, dass sie im Wald war und zu Hause aufgefallen ist, wie zerstochen sie ist. Und da habe ich ihr geschrieben, Carola, nicht stehen bleiben, dann giltst du als Futter. Gerade eben bin ich hier einmal kurz stehen geblieben. Merke ich so, was piekst mich hier am Ellenbogen. Dann fasst man ja so reflexartig dahin und dann war irgend so ein Viech da gewesen. Ne? Da wurde ich auch schon gestochen. Nur einmal kurz stehen geblieben. So, zum Glück ist hier jetzt nichts passiert. Wahrscheinlich ist hier genug Wind, der die Viecher wegweht. Und schon geht's weiter durch diesen Geheimgang hier in Richtung, in welche Richtung eigentlich? Ich glaube, ich gehe gerade Richtung, hier ist schon wieder irgendwas gewesen. Also man wird ja hier wirklich angefallen von den Viechern, ne? So, also hier geht's jetzt weiter den Geheimgang Richtung Norden und dann immer geradeaus. Wer weiß, wohin es uns hier verschlägt. Aber nach 10.000 Schritten muss ich zu Hause sein, ne? Es gibt ja nachher Frühstück. Ich schätze mal so, wann werde ich zu Hause sein? Um 10 vielleicht. Oh. Nicht, dass ich noch joggen muss. Da bin ich ja gar kein Freund von. In den Kommentaren bin ich gefragt worden, wann bei uns die Bananaboot-Videos wieder losgehen.
Dann mal los, ab zum Wasser. Schaut mal. Echt, da sind noch mehr Leute. Das Wasser ist richtig sauber. Ja, da habe ich geschrieben, da muss erstmal das Wetter ein bisschen schöner werden. Und vor allem müssen wir auch Zeit haben, wenn wir hier mal so am Carport rumbasteln, können wir nicht im Bananaboot die Weltmeere besegeln, berudern oder Motoren. So, jedenfalls, was sagt ihr denn dazu? Wie findet ihr denn das Bananaboot eigentlich? Cool! Max, nimm die weg! Also Männer, ich wünsche euch allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Also für uns ist das eine richtig coole Sache, weil, also vielleicht hat es der eine oder andere auf meinem Insta-Kanal schon gesehen, Adi Habibi, also vielleicht mal da reingucken. Ich war früher segeln und das war so geil, also ich fand das richtig gut. Allerdings, wenn man so ein Segelboot hat, also mit ein bisschen Komfort, muss das ja schon was Größeres sein, man braucht da auch einen Liegeplatz. Für was Kleineres braucht man dann auch gleich einen Liegeplatz. Und wenn es so ganz klein ist, eine Jolle, dafür braucht man mindestens einen Trailer, also so einen Anhänger, wo man das mit zum Wasser zieht. Oder man hat dafür einen Liegeplatz. Und wenn man dann zu Hause keinen Platz hat für so einen Trailer, dann ist selbst eine Jolle schon zu groß. Da ich aber gerne aufs Wasser möchte, habe ich mich auch so ein bisschen umgesehen und dann bin ich auf dieses Bananaboot gestoßen. Es ist total genial, hat im Grunde die Abmessung wie so ein SUP, Surf, wie heißt das Ding noch? Also diese Surfbretter, auf denen man steht und darum paddelt. Aber aus diesem Format, das wird ja aufgeklappt und dann ist das ein richtiges Boot. Der große Vorteil bei diesem Bananaboot ist, das ist ein Ruderboot in der Grundausstattung, kann auch als Motorboot verwendet werden oder eben auch als Segelboot. So, wir haben uns da dieses Kanu gekauft. Das Kanu ist auch cool, allerdings kommen wir nicht so richtig mit diesem Stechpaddel zurecht. Also wenn Marie vorne sitzt und ich hinten und sie paddelt und ich, wir fahren hier nur Schlangenlinie dann, ne? Und wenn wir es nicht mehr brauchen, dann wird es zusammengeklappt und in der Garage verstaut. Total genial. So, und diese Bananabootfahrten, die kommen dann auch demnächst. Also ich warte schon jeden Tag darauf, ne, dass wir mal endlich loskommen. Also mir juckt das schon richtig unter den Fingern. Na gut, so, jetzt wird es erstmal hier unter den Füßen jucken, damit ich meine restlichen Meter schaffe. Ich bin jetzt bei 3433, 34, 35, 36, 38, 39, 40. Es geht voran. Wir nähern uns den 10.000. Oh, 5.000 Schritte genau. Und es ist 10 vor 9. Da schaffe ich das doch bis um 10. Und eigentlich muss ich auch um 10 schon fertig sein, weil da muss ich auch schon zur Arbeit. Also, ich habe da noch einiges zu schneiden. Mal sehen, dass wir das alles hinkriegen heute. Denn bei dem Wetter wollen wir natürlich auch noch raus. Vielleicht mit dem Bananaboot, aber zumindest geht es nochmal auf die Liege. Vielleicht in der Mittagspause eine halbe Stunde. Mal schauen. Und jetzt bin ich hier tatsächlich noch an der Eider angekommen. Oder ist es doch der Mississippi? Also hier war ich ja schon mal mit der Marie unterwegs. Da sind wir hier so ein bisschen rumgefahren mit unserem Kanu. Also Banana Nu, war cool. Das ist alles sehr, sehr urig hier. Spiegelglatte See. Und dann fährt man hier so unter den Blättern durch und so. Das kommt demnächst wieder. Also, jetzt geht es erstmal weiter. Wie viele Kilometer habe ich? 6242. Und schon bin ich im Wald. Hab gerade mal die rasende Schnecke gefilmt. Und wie lange habe ich da gesessen? 5 Sekunden vielleicht? 10, wenn es hochkommt. Und sofort hier 5 Mücken auf mir gelandet. Also hier darf man echt nicht stehen bleiben. Ne? Das ist
gefährlich. Und das waren nur die Mücken. Hier kommen auch noch die Bremsen. Und wer weiß was noch. So, das hat ja hier ein bisschen geregnet. Entsprechend matschig ist das hier. Am Rand ist das ein bisschen trocken, da kann man gut lang gehen. Diese blöden Aufnahmen, die sind immer voll aufwendig. Ne? Die Kamera hinstellen, nach hinten zurücklaufen, ein Stückchen dran vorbeigehen, wieder zurücklaufen zur Kamera, die holen und weiter. So, da hinten höre ich Stimmen. Also ich vermute mal, weil da kommt gleich das Bärlauchfeld. Eventuell sind da ja Leute am Bärlauch pflücken. Bärlauch gibt es nämlich nicht mehr lange. Ich bin hier vorgestern oder so lang gegangen. Also der Bärlauch, der blüht ja schon und an einigen Stellen sind schon diese grünen Kügelchen. Und das bedeutet bald Bärlauchende. Hier ist das Bärlauchfeld. Da sieht man diese weißen, das sind sie nicht. Das riecht hier schon nach Knobi, ne? Hey, hey, also wer mal im Wald ist und Knobi riecht, das ist Bärlauch. Gehen wir mal rein hier. So sieht das aus. Hier sieht man das. Diese grünen Kugeln hier, ne? Das ist das Ende des Bärlauchs. Oder der Anfang. Ich glaube, daraus wachsen neue. Und da ist das Bärlauchfeld. Also hier ist alles, was hier weiß blüht. Ungefähr so. Bärlauch. So. Das sind die Blätter. Und wenn man die so ein bisschen zusammenknäuelt und daran riecht, das riecht wie ein ganzer Grillabend. Total lecker. Und scheinbar hat das hier irgendwie überhaupt keiner abgepflückt. So, die Mücken sind da. Ich bin mal wieder hier eine Zeit lang im Wald. Und schon... ich muss hier weg. Will ja nicht so zerstochen werden, nicht? Außerdem, mal sehen, das ist 9:30. 8700 Schritte. Und jetzt mal gucken, hoffentlich wird das noch was mit den 10.000. Jetzt mache ich hier einmal so ein Roundview und Mücken, da hinten sticht doch schon wieder irgendwo eine. Alter Schwede, das ist wirklich, ne, wenn man länger als 20 Sekunden steht, dann kommen die und zerstechen einen. Jetzt geht's nach Hause. Wir haben hier 9.43 Uhr, das ist doch gut. Right in time. 10.346, 47, 48, 49 41 Schritte. Damit habe ich mein Soll ja erfüllt. Und heute Nachmittag geht es dann nochmal mit dem Fahrrad los, nachdem ich ein Video geschnitten habe oder zwei und noch dieses Carport zu Ende gebaut habe. Es gibt viel zu tun. Packen wir es an.